Europas Bürger gehen auf die Barrikaden, aus durchaus unterschiedlichen Motiven. Doch eines verbindet sie, das Misstrauen in die Politiker, die gebetsmühlenartig behaupten, sie hätten die Probleme im Griff. Tatsache ist, dass die milliardenschweren Rettungsanker für die Banken durch höhere Massensteuern und Kürzungen der sozialen Leistungen und Renten finanziert wurden. In Deutschland wurde der Bahnhofsneubau in Stuttgart zum Symbol der Entfremdung zwischen Regierenden und Regierten. Andererseits bietet aber genau der Konflikt um Stuttgart 21 die Chance, neue demokratische Umgangsformen und Lösungen zu finden, so es dem Vermittler Heiner Geißler gelingt, im Schlichtungsprozess beide Parteien zu konstruktiven Lösungen zu bewegen. Der baden-württembergische Ministerpräsident Stefan Mappus schloss sich heute in einer eigens einberufenen Pressekonferenz der Einschätzung Geißlers an, dass in der Kommunikation des Projekts Stuttgart 21 viel schiefgelaufen sei. Diese neue Protestbewegung schickt sich an, für ganz Deutschland eine Vorbildfunktion zu erhalten. Quo vadis Demokratie, fragen Anja Rieck, Dunja Stamer und Peter Schiering. Deutscher Herbst 2010, Stuttgart. Ausgerechnet von der Stadt der Kehrwoche breitet sich eine neuartige Protestbewegung über ganz Deutschland aus. Die bürgerliche Mitte legt sich mit der Staatsgewalt an. Das, was hier passiert, ist das Beste, was einer Demokratie passieren kann. Die Bürger fordern ihr Recht heraus. Die Zeiten der Obrigkeit sind vorbei und die Politiker müssen lernen, sie sind Diener des Volkes und nicht Herren. Längst geht es um mehr als nur um einen Bahnhof. Es scheint fast, als gelte es, eine Diktatur zu stürzen. Gandhi muss Schützenhilfe leisten. Große Worte vom Unrechtsstaat machen die Runde. Gleich die ganze Demokratie steht hier auf dem Spiel. Wir sind das Volk, schreit die Menge. Wie kann ein einzelnes Großprojekt einen so grundsätzlichen und breiten Protest hervorrufen? Bürger machen die Erfahrung natürlich, dass sie relativ ohnmächtig den Veränderungen ausgesetzt sind, die wir als Globalisierung beschreiben können. Dass sie mit massiven Beschleunigungs- und Veränderungs- und Flexibilisierungszumutungen konfrontiert werden. Und dann entlädt sich die Ohnmachtserfahrung dann oft auch in Protesten gegen symbolische Großprojekte wie Stuttgart 21. Aber warum gerade jetzt? Die Politik hat doch in den letzten Jahren viele Anlässe geboten, die die Leute auf die Straße hätten treiben können. Überall wird beschnitten und gespart. Und dann können mit Milliarden Bürgschaften Banken gerettet werden. Die Demonstranten in Stuttgart fordern, dass ihre Stimme endlich direkt gehört wird. Auch wenn sie die Politiker doch einst selbst beauftragt haben, trauen sie ihnen nicht mehr bis zur nächsten Wahl. Ich denke, die Bürger sind im Gegensatz zu dem, was ihnen oft unterstellt wird, weniger politikverdrossen denn je. Sie sind nur politikerverdrossen. Das heißt, sie glauben nicht daran, dass die Politiker noch Kontakt haben zu ihrer Lebenswirklichkeit. Und deshalb nehmen sie die Sache zunehmend selbst in die Hand. Die Bilder tragen den Protest wirkungsmächtig in die Republik. Demonstrationsorte werden zu regelrechten Pilgerstätten. Auch an anderen Orten in Deutschland demonstriert man schon gegen Stuttgart 21. Von aufgebrachten Christen bis zu Atomgegnern stehen alle zusammen. Neu ist, es gibt keine verbindende Ideologie. Die Menschen, die jetzt auf Montagsdemonstrationen Land auf Land abgehen, kämpfen ja durchaus nicht für ein bestimmtes politisches Ziel oder aus einer bestimmten ideologischen Haltung, sondern da spielt ein bisschen auch so etwas wie eine Eventisierung mit eine Rolle. Wir beobachten die Eventisierung der Politik, wie wir sie auch in so eine Eventkultur in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft sehen. Und die Erfahrung, dass daraus auch eine Kraft und sogar eine transformative Kraft entstehen kann, bestärkt und befeuert dieses Spiel. Doch die neue Protestbewegung erschöpft sich nicht im Wohlfühlen und im Event. Sie könnte durchaus Folgen für unsere Demokratie haben. Die neue Frontlinie verläuft nicht mehr zwischen den Parteien, sondern zwischen Parteien auf der einen und Bürgern auf der anderen Seite. Das ist ein neues Phänomen und das bedeutet ja, dass die repräsentative Demokratie selbst auf dem Spiel steht. Dass immer weniger Leute glauben daran, dass in der Demokratie, so wie sie heute praktiziert wird, ihre eigenen Interessen repräsentativ wahrgenommen werden. Repräsentative Demokratie heißt aber nun mal, dass Politiker im Sinne der Bürger, aber eigenständig entscheiden. Darauf berufen sich die Befürworter des Projekts.
nichts. Die Verträge seien rechtmäßig, alle Verfahren korrekt. Aber die Gegner interessiert das nicht mehr. Sie fühlen sich bestärkt durch das Anschwellen der Proteste und Medienberichte. Also diese Legitimationskraft durch Verfahren scheint da möglicherweise abzunehmen. Auch darin kann man einen Moment von Postdemokratie oder zumindest von Veränderung unserer Demokratie erkennen. Bürger lassen sich nicht mehr einfach durch den Verweis auf rechts- und institutionelle Entscheidungswege überzeugen. Nach der Ohnmacht der Bürger kommt nun die Ohnmacht der Politiker. Das Gleichgewicht der Kräfte verschiebt sich. Das wird sich immer mehr dramatisieren. Immer häufiger werden die Leute von sich aus politische Fakten auch schaffen und werden sagen, das ist die Meinung des Volkes. Wir haben das durch Selbstorganisation mehr oder minder stabilisiert. Die Massenmedien werden darüber berichten, weil das jedes Mal eine Sensation ist. Und ich glaube, dass die traditionelle Politik damit nicht zurechtkommt. An einem Bahnhofsprojekt hat sich ein Protest gegen die politische Kaste an sich entzündet. Eruptiv, schlaglichtartig, zufällig. Es ist zum Symbol geworden, weil es konkret und leicht fassbar ist. Dies ist vielleicht der Beginn einer mächtiger werdenden Öffentlichkeit, die auch politisch wirksam ist. Doch welche Themen mobilisieren die Masse künftig?